Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa V3 Killing Harmony. Heute daten wir Ryoma. Ich habe schon geguckt. Ich weiß, was er will. Ich muss ihn nur finden. Wo ist er? Und danach kommt Rantaro, ist ja noch schlimmer. Unnötiger Kerl. Da ist er. Ich meine, auf das Date mit Rantaro freue ich mich gar nicht, weil der wird mir bestimmt gar nichts sagen können. Und wenn der nicht mal sein Talent weiß, wozu dann mit ihm reden? Naja, schauen wir mal. Hallo, Ryoma. So, stimmt ja, ich sollte mal wieder zurück zum Übersetzer. Du solltest hören, wenn dir jemand eine Warnung gibt. Oder hast du vielleicht ein Techie? Was heißt Techie? Klebrig. Pff, super. Oder hast du vielleicht ein klebriges Interesse an Morden? Nee, habe ich nicht. Ich kann nicht sagen, ob du... okay. Denise. Dance, meine ich. Nicht Denise. Was, ob du dicht und... ob du deutlich und dicht bist, was? Ich kann nicht sagen, ob du deutlich oder einfach nur dicht bist. Also, wahrscheinlich beleidigt er mich gerade. Nun, was auch immer. Ich habe keine großartigen Geschichten mehr zu erzählen, denke ich. Ich habe meine Zeit damit verbracht, Ryomas Ramble. Also, ich weiß, was es heißt, aber ich will das genaue Wort wissen. Also, Wanderung. Streifzug, Bumme. Ich habe Zeit damit verbracht, Ryomas Wanderung zuzuhören. Ich dachte, er labert gerade irgendeinen Blödsinn von wegen, ah, oh, diese scheiß Schule und so. Das sieht aber irgendwie seltsam aus mit seinen Augen. Irgendwie süß und irgendwie unheimlich. Aber was habe ich gehört? Du willst Hängematten haben? Du gibst mir das? Du hast mich wirklich erwischt, hä? Ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Ist das in Ordnung? Du bist schon seltsam. Was soll dieses dieses Seufzen? Wenn du müde bist, warum gehst du nicht zurück in dein Zimmer, anstatt Zeit mit mir zu verbringen? Sorry. Oh, tut mir leid, ich bin gar nicht müde. No. Doch, das bist du, ich kann es sagen. In einer Situation wie dieser, es wäre viel überraschender, wenn du es nicht wärst. Nun, mach dir darüber keine Sorgen. Yeah. Okay. Ich fühle mich ein bisschen müde. Wenn da nicht ein einziges Tier hier in der Umgebung ist. Nun, es gibt zahlreiche Bären. Jeez. Die zählen nicht. Das finde ich jetzt irgendwie lustig. Es gibt wahrscheinlich keine netten Tiere, die dich wohlfühlen hier. Also es gibt hier wahrscheinlich keine netten Tiere, mit denen du dich wohlfühlst. Ja, das ist richtig. Richtig. Ach, ich möchte ein weiches, flauschiges Tierchen. Ich frage mich, ob hier irgendeins in der Nähe ist. Wie kommst du auf einmal auf das Thema? Ich habe eins. Seitdem ich angefangen habe, mich um eines zu kümmern, habe ich all meine Sorgen vergessen. Ne, Moment. Achso, wenn du mal anfängst, dich um eines zu kümmern, vergisst du all deine Sorgen. I see. So, du hast also auch ein Tier, Ryoma? Wieso auch? Heißt das, Kaede besitzt ein Tier? Ja. Yeah. Nun,
Es ist nicht so, dass ich sie nicht mag. You think so? Bist du dir da sicher? Du siehst mehr so entspannt aus, wenn du über Tiere redest. Also wenn du Tiere erwähnst. Was? Oh, habe ich vielleicht recht? Du hast mich ausgetrickst. Gut gespielt. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Deine weiche Seite für Tiere steht dir ins Gesicht geschrieben. Also, welche Art von Tier magst du, Ryoma? Ja. Yeah. Katzen sind die besten. Ich habe eine. Ja, Katzen sind zwar auch süß, aber ich bin eher der Hundemensch. Huh? Wirklich? Du hast eine Katze? No. Benutzt habe ich sie, als ich im Gefängnis war. Hatte ich eine, um die ich mich gesorgt habe. Oh, ich verstehe. Ja. Yeah. Ich habe sie als Haustier benutzt nach Tennistrainings. Also Trainings mit Tennistrainingsmethoden. Er war ruhig und klug. Er wusste genau, wann ich müde war und kam zu mir und ja, ließ sich von mir umsorgen, also streicheln und dergleichen. Er hatte ein nettes, flauschiges Fell. Also Coat ist eigentlich ein Mantel. Catnip. White over Catnip, was? Also Katzennapping mit Katzenminze. Ach so. Auf ihn aufzupassen. Ja, würde ja meine wilde Seite beruhigen, so wie Katzenminze. So meint das, glaube ich. Ryomas Ausdruck war so weich. Er muss Katzen wirklich lieben. Kann ich hier auch? Ne, hier kann ich das nicht wegpacken. So, was gibt's denn da zur Auswahl? I want the cat too, okay. Ich dachte, Kaede hätte ein Haustier. Klingt nicht schlecht. Flauschige Katzen sind die besten. Oh, da kommt viel Dialog. Und ich bin mir sicher, es wartet auf deine Rückkehr. Klingt auch nicht schlecht, da weiß ich gar nicht, was ich nehmen soll. Was soll ich nehmen? Ich nehme das zweite. Flauschige Katzen sind die besten. Yeah. Ja. Persians, Himalayans, Ragdolls und Siberians. Sind wahrscheinlich alles Katzenrassen. Ich kenne mich mit Katzen nicht aus. Wow, du weißt eine Menge übers Züchten. Ja, Breeder, Züchter, Ganden Tanaka. Du musst Katzen wirklich mögen. Nun, ja. Got it. Aber komm jetzt nicht auf falsche Gedanken. Sich um ein Lebewesen zu kümmern, also um sich um sie zu kümmern, kann manchmal wirklich anstrengend sein. Einfach nur daran zu denken, wie du mit einer Katze spielst. Ich bin mir sicher, ist das Süßeste überhaupt. Jeez. Mann, beurteile Menschen doch nicht nach ihrem Aussehen. Ich glaube, Ryoma mag Kaede. Das ist so toll. Da merkt man wieder, wie geil das Spiel eigentlich ist. Und
Da sieht man nur noch mehr, was für ein Fehler es ist, dass sie Kaede weggepackt haben. Wer weiß, was da noch für Texte gekommen wären, wenn Kaede überlebt hätte. Schon irgendwie traurig. Ah, die Entwickler hatten quasi ein Meisterwerk in den Händen und haben es verkackt. Nur weil sie Verzweiflung streuen wollten. Sie hätten es echt andersrum machen müssen. Dann hätten sie einen Mega-Hammer rausgehauen. Aber so... Möchtest du wirklich leben oder nicht? Was ist es? Ich denke, ich sollte gar nicht erst fragen. Es kümmert mich nicht wirklich, aber... Bist du sicher? Du möchtest wirklich deine Zeit damit mit jemandem zu reden wie mir verschwenden? Ich habe meine Zeit mit Reoma verbracht. Ja, wir beide sind uns näher. Und ich werde dir wieder eine Hängematte geben. Schade, dass ich nicht irgendwas Katzenmäßiges habe. Würde ihn bestimmt glücklich machen. Nicht schlecht, überhaupt nicht. Manchmal, selbst wenn ich mich glücklich fühle, so kann ich das hier akzeptieren. Danke. Hey Kaede. Warum sprichst du überhaupt mit jemandem wie mir? Warum? Ist das ein Problem? Oder hast du vielleicht andere Pläne? No. Es ist nicht das. Dann was meinst du? Mich kümmert dich nicht um mich, aber ja, verschwende deine Zeit nicht mit mir. Also gib dich nicht mit mir ab. Weil er meint eben, dass Kaede mehr wert ist, als es sich mit ihm abzugeben. Kümmert dich nicht um mich? Don't you get it? Sieht so aus, als ob du es vergessen hättest. Das erinnere ich dich wieder daran. Ich bin ein Mörder. Ich habe dich gewarnt, auf einen Killer wie mich zuzugehen. I see. Oh ja, das hast du mir doch gesagt. Why? Blank. Was war das nochmal? Blank? Nee, nicht blank, das ist leer. Du hast einen leeren Ausdruck in deinem Gesicht. Nun, ich war noch niemals in so einer Situation zuvor. Was für eine Erkältung? Ja, ich weiß, Cold heißt eigentlich Erkältung, aber es kann auch andere Dinge bedeuten. Ansteckend. Ach so. Nun, wenn du eine ansteckende Erkältung hättest, wäre ich vorsichtiger, dich zu meiden. Also, wäre ich vorsichtiger, auf dich zuzugehen. Du bist in ein Tötungsspiel gezwungen. Aber du hast keine Bedenken wegen eines Mörders. Ich vertraue dir. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand in unserer Gruppe zuvor schon mal getötet hat. So ist also der Weg, wie du lebst, hä? Hey. Wie auch immer, wegen deinem Gib dich nicht mit mir ab Einstellung. Hast du das einfach nur gesagt, weil du denkst, dass du dadurch cool klingst? Of course. Natürlich, deine Vergangenheit ist etwas, das dir nicht weggenommen werden kann. Aber du kannst deine Verbrechen akzeptieren. Und nun? Also, ist aus dir ein Gefangener gemacht worden? Oder so, richtig? Ja. Ja, bin ich. You know? Ich glaube nicht, dass eine Person so eine Schuld alleine tragen sollte. Are you like the
Edgiest of Edgelords. Moment. Was heißt Edge nochmal? Kante. Klippe. Okay, bist du der Kantigste? Bist du vielleicht der Kantigste der Randherren? Tut mir leid. Sagst du vielleicht sowas wie: Mein rechter Arm ist mit der Kraft der Dunkelheit ausgestattet. Hey. Sehe ich für dich wirklich wie diese Art von Kerl aus? No. Nein, überhaupt nicht. Aber du benimmst dich schon so die ganze Zeit. Also fange ich langsam an, dich so zu sehen. What? Sulking. Ich benehme. Schmollen. Achso, du schmollst schon die ganze Zeit. Ich schmolle! Nun, ich hatte nicht erwartet, das zu hören. Nicht mal, nachdem du mich aufgrund meiner Erscheinung beurteilen würdest. Oder beurteilt hast. Nun, das. Ja, du hast recht. Aber ich schmolle, hä? Vielleicht. Vielleicht liegst du da gar nicht so falsch. Ryoma ließ einen gewaltigen Seufzer raus. Sheesh. Ultimative Pianistin, hä? Ja, seine Stimme war jetzt ziemlich leise, aber ich habe ihn verstanden. Wie auch immer, gib dich nicht mehr mit jemandem wie mir ab. Hast du das verstanden? Und da ist er weg. Aber was er gesagt hat, haben meine Wörter Ryoma erreicht? Klar doch. Oh, es ist so gut. Oh, jetzt kommt wieder das, was nicht so gut ist. Ja, ja. Am liebsten würde ich das Love-Hotel von jedem zeigen, aber... Naja. So übertreiben brauche ich dann auch nicht, weil bis ich dazu komme, das Love-Hotel von jedem zu zeigen, da bin ich alt und grau. Außer wenn ich das Love-Hotel von Kaede nicht zeigen kann, dann ist es sowieso unnütz. Weil ich bin mir 100% sicher, dass ich sie auch irgendwann ins Love-Hotel bekomme. So, wer werden der Nächste? Rantaro, der Unnötige. Das ist einfach sein Name, Rantaro, der Unnötige. Gut, das war Danganronpa V3 Killingham und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.